Kleber. Und jetzt haben wir nämlich wieder einen Qualitätscheck. Heute mit dem Volumenkleber von Permafix haben wir kürzlich mal in den News gehabt. Und heute haben wir einen Experten für das, der hoffentlich alle Fragen kann beantworten und dann den goldenen Baumeister kriegt. Ciao, Patrick. Hoi, Janina. Freue mich. Wo kommst du her? Von Rorschach. Von Rorschach. Von der Firma Rorschach. Wir haben das kürzlich schon mal in den News gehabt, nicht so viel darüber erfahren. Was kannst du uns noch mehr darüber erzählen? Sie wollten kochen mit dem. Oh. Ist leider ein bisschen schief gegangen. Der Pilzschaum aus der Dose muss expandieren. Der muss Hohlräume ausfüllen. Der tut sogar das Gegenteil. Er kollabiert beim Zusammenkleben. Sehen wir da? Ich habe da schon mal etwas ausprobiert. Steif vermauert. Zuerst schütteln. Das ist ganz wichtig. Die einzelnen Bestandteile. Ja, schau mal. Ansetzen. Voll abdrehen, genau. Richtig. Ich muss mich ein bisschen schützen, dass das geht. Nein, nicht der da rumkommt. Nein, ist richtig. Ah. Du nicht auch brüllen. Gut, also schieben. Ah, du musst. Hey, aber Moment. Wo weg? Ah! Ja, ist die Lärmfrage. Es ist nicht gedacht, als Murmörtel, um ganze Häuser zu bauen, sondern das ist. Ein Gartenmäuerli so, reparieren, wenn ein Zwischenwändchen, das du irgendwo stehlen willst. Ja. So. Haben wir noch das Lob? Und wie lange hat es, bis es richtig hart? Also, bis kannst du weiterarbeiten, würde ich etwa 2 Stunden warten. Aber das ist eben auch das Geniale da. Man steht, du machst einen Mörtel, oder? Dann musst du 24 Stunden warten, bis kannst du weiterarbeiten, oder? Das schon. Ist das offen? Hey, erst drauf und habt schon. Jetzt gehen wir aber gleich auf die harte Schicht. Ja, 1, 2. Es ist alles gegeben, als ich gesehen habe. Bravo. Super. Ja. Ich habe mehr geschwitzt. Ja. Vielen Dank. Danke dir, Patrick. Danke dir. Gratuliere, gell. Danke auch. Die Kälber sind der Arme. Das packen wir hier.